Unsere Soldatinnen und Soldaten werden nun in Rumänien eingesetzt und eng mit unserem Gastland zusammenarbeiten, mit den Streitkräften dort. Sie werden in harten, realistischen Übungsumgebungen üben, um die Interoperabilität zu ermöglichen und Vertrauen aufzubauen. So können wir unsere Bündnispartner rückversichern, unsere Gegner abschrecken und bereit stehen, um das NATO-Bündnis zu verteidigen. Wir setzen amerikanische Soldatinnen und Soldaten ein unter dem Kommando und der Kontrolle des 5. Korps und auf Einladung unserer rumänischen Verbündeten. Wir werden Seite an Seite mit ihnen stehen, solange wie wir willkommen sind und solange es die Mission erfordert. Das 2. Cavalry Regiment kennt die rumänische Armee bereits. Im letzten Jahr haben wir zusammen in der Kampfgruppe der NATO in Polen gedient und im multinationalen Bereitschaftszentrum gemeinsam Übungen durchgeführt. Bei dieser sehr wichtigen Mission werden wir nun auch zusammenarbeiten. Der Hintergrund der derzeitigen Sicherheitslage ist natürlich ein anderer, aber diese Art der Mission ist nicht neu für unser Regiment. Das ist im Endeffekt der Sinn und Zweck unseres Daseins. Unsere Kampfbrigade arbeitet oft für die USA in Europa und Afrika. Wir sind überall in Europa schon aktiv gewesen und unsere Hauptübungen beinhalten immer Zusammenarbeit mit den NATO-Bündnispartnern. Das Regiment hat die Mission, bereit zu sein und eine Streitkraft bereitzustellen, die genau das tun kann, was wir jetzt heute hier sehen, nämlich dass gut ausgebildete Kampftruppen, professionelle Truppen mit unseren Bündnispartnern zusammen eingesetzt werden können und Übungen durchführen können. Das zeigt, dass wir entschlossen sind und bietet Rückversicherung für unsere Bündnispartner, so wie es auch unsere Gegner abschreckt. Diese Mission ist, wie gesagt, nichts Neues für unser Regiment und auch unser Dienst auf dem europäischen Kontinent in herausfordernden Zeiten ist nichts Neues für uns. Wir waren im Rahmen der Enhanced Forward Presence Mission auch in Polen aktiv. Aber eigentlich reicht unsere Geschichte schon über 100 Jahre zurück auf dem europäischen Kontinent in vielen wichtigen Sicherheitsherausforderungen. Jetzt kommt diese neue wichtige Mission in diesem wichtigen Moment hinzu. Es ist heute sehr kalt, aber glauben Sie vielleicht, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zum Kalten Krieg gibt im Moment? Natürlich gibt es diesen geschichtlichen Hintergrund, aber der Fokus dieser Mission liegt jetzt natürlich darauf, das NATO-Bündnis zu stärken, Vertrauen aufzubauen, Selbstsicherheit aufzubauen, um unsere Bündnispartner rückzuversichern und die Ostflanke des NATO-Bündnisses zu stärken. Wir fangen jetzt mit einem ersten Standort an, entwickeln aber auch weitere Orte im ganzen Land, an denen wir zusammenarbeiten können mit verschiedenen rumänischen Soldatinnen und Soldaten. So sollen diese realistischen Übungsbedingungen bereitgestellt werden. Und das ist die Grundlage unserer Bereitschaft und unserer Zusammenarbeitsfähigkeit. Wir stehen Seite an Seite mit den Truppen, trainieren zusammen. Und das ist die Bereitschaft, mit der wir abschrecken können. Und das ist auch wirklich die Grundlage unseres Vertrauens. Wir sind auf Einladung der rumänischen Regierung hier, und zwar so lange, wie wir willkommen sind und so lange, wie es die Mission voraussetzt. Das Ende ist offen, weil die Mission derzeit eine offene ist. Aber wir bleiben so lange hier, wie es erforderlich ist und wir willkommen sind.